Darf ich ganz herzlich begrüßen, den Moin, bei unserer Aktion Saubere Landschaft. Ich freue mich, dass da so viele da sein. Ich werde noch verschiedene Gruppen machen. Eine bzw. eine Klettgruppe geht an die Grillhütte, mischt da die Dächer und Bänke rein. Zwei Mann machen, kümmern sich um die Grünanlagen. Ja, und dann haben wir noch Gruppen, die halt den Müll sammeln. In aller Regel machen wir da fair. Wo wir gucken, dass bei jeder Gruppe Erwachsene dabei sein. Gucken wir gleich, ob der denn. Ich hatte also vier geschlagen, dass wir wie immer ihren Grupp, ich glaube, du bist immer gegangen, diesen Weg über Geld. Ja. Ja. Ne? Dann ihren Grupp vielleicht Hai, Oberstraußtroppen, Zuckerberg, vielleicht über Mieleberg, über die Straße rüber Richtung Grillhütte den Parkplatz sauber machen und wieder hier zurückkommen, aber nicht entlang von der L gehen, also nicht von der Landesstraße, dann lassen wir alles allein, das ist zu gefährlich, dann mischt doch die Straßenmeisterei. Ja, dann noch eine Gruppe, vielleicht Teil Brunnenstraße, Breilift, Abrundungsweg Richtung Hof Eulendorf bis Richtung Wasserhäuschen, darum Zreck, Hof Eulendorf, Robben Richtung Autobahnbrücke. Und dann, ja, ich war Friedhof zurück. Zielroppen, die vierte Richtung Autobahnbrücke und wenn die zurück kommen, vielleicht noch Freiluft und vielleicht Richtung Friedhof. Anhängertraum. Kannst du nehmen? Nein. Dann mach jetzt. Lola. Wir sind ja zusammen, gell? Hey, ich stelle mich in eine zweite Runde. Ihr müsst mehr zusammen. Das geht nicht auf Bild, sonst sieht man keinen Einzelnen drauf. Ja, die Kleinen da vorne. Jawohl. Ja. Ihr müsst alle mehr hier rüber. Die Kinder. Ja, so geht es. Wie? Weil ich jetzt rüber gegangen bin. Ja, du hast es aus. Moment, ich bin auch zurück. So. Hallo, warum machst du denn hier mit heute? Weil man muss ja halt die Landschaft sauber halten und es macht auch Spaß, wenn man zusammen dann den Müll wegmacht und so. Yeah. Bist du auch fleißig heute? Was hast du denn da gefunden? Sperrwand. Und das wird jetzt weggeräumt? Habt ihr schon viel gefunden? Ja. Ihr lauft jetzt ums Dorf rum und guckt auf den Feldwegen. Ja. Ja. Aber es ist nicht so viel wie letztes Jahr, oder? Mhm. Das ist eigentlich sensitiv. Ja. Seid ihr jedes Jahr dabei? Ja. Was hältst du denn davon, wenn die Leute so viel Schmutz aus dem Auto schmeißen? Dass es schlecht für die Umwelt ist. Würdest du das auch machen? Nö. Habt ihr schon viel Müll gefunden? Wir haben bis jetzt noch gar nichts. Noch gar nichts? Der Sack ist noch leer? Ja. Gut. Und ihr geht jetzt dadurch weiter und sucht die Landschaft ab, dass alles schön sauber wird. Nee, wir gehen hier durchs Flüherchen und dann bei Maxi hinten wieder hoch. Kommt ja heute eine ganze Menge Müll zusammen. Wo wird denn das eigentlich später entsorgt? Also wir persönlich entsorgen das nicht, wir lagern das alles bei der Gemeindehalle und da wird es dann abgeholt.
schön an die Köpfchen. Hey, setz dich bei, du Köpfchen her zu mir. Was macht ihr denn hier bei der Grillhütte? Ja, wir machen jetzt die Bänke und die Tische neu, weil die waren ziemlich morsch, da hinten stehen. Ja, das ist so unser Auftrag. Und dann machen wir ein paar Bänke aus den Stämmen, die Udo gerade am Schneiden ist. Und ja, das ist so unser Hauptteil. Und wer hat diese Tische hier angefertigt oder wo kommen die her? Helmut. Der Helmut. Mhm. Der hat einen Zigarettenkrieg gefällt. Gefunden? Hast du ganz viel Dreck schon gefunden? Oh. Und du hebst alles hier, auf? Hm? Was hast du gerade hier reingeworfen? Zigaretten. Und du hebst das alles auf. Das ist aber ganz toll. Hallo. Habt ihr schon viel gefunden? Naja, wir haben eben den Lack erst gewechselt, aber ja. Oh. Vor allen Dingen viel Kunststoff. So. Mhm. Pizza-Verpackungen. Ja. Fast Food lässt Was soll man da sagen? Ne? Mhm. Mhm. Wenigstens noch keine McDonalds-Tüte. Machst du jedes Jahr hier bei dieser Aktion saubere Landschaft mit? Nee, nicht jedes Jahr. Wo ich klein war, habe ich jedes Jahr mitgemacht. Mhm. Aber heute machst du mit? Ja. Du wohnst gar nicht mehr in Kranzdorf, machst trotzdem mit? Ja. Toll. Weil ich die Kinder vom Theaterverein betreue. Mhm. Und deswegen gehe ich mit. Das ehrt dich. Ja. Und dann bei diesem schlechten Wetter. Ja. Okay, ganz viel Spaß noch. Danke. Wird denn hier gemacht? Ja, Unkraut gejätet. Bäumchen zurückgeschnitten. Und solche Sachen. Erhaltenswert ist, lass mal wachsen und das andere holen wir raus. Nur ein bisschen viel trocken. Gut. Wir sind hier im Gasthaus zum Holzwurm. Die Wirtin des Holzwurms, Birgit Neckel, beteiligt sich auf ihre ganz eigene Art an der Aktion Saubere Landschaft. Ich sponsore heute mal das Mittagessen für die 35 tatkräftigen Helfer. Ich hoffe, dass es allen schmeckt. Heute gibt es Spaghetti Bolognese. Hat sich auch in den letzten Jahren eigentlich immer gut bewährt. Mit genug Fleischeinlage werden auch die Männer satt davon. Am Anfang haben wir es immer hier im Holzwurm gemacht, das Mittagessen. Das ging aber dann aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Dann hat der jetzige Bürgermeister sich bereit erklärt, macht es bei sich in der Garage. Und mittlerweile ist auch so, dass sich die anderen Gewerbetreibenden auch daran beteiligen, dass wir jetzt in den letzten Jahren dann im Wechsel uns an den Kosten von dem Mittagessen
dann beteiligen. Das geht eigentlich ganz gut und ich hoffe auch, dass es so in den nächsten Jahren funktioniert. Und toi toi toi, und damit unsere Gäste und wir Kranzler immer ein schönes, saures Kranzler fahren. Wenn du von der Seite trage, ist das dann rein. Ja, oder? Dann geht es. Das sitzt, nee, so sitzt man. Mal gehen Sie auf 6 cm, dann passt das. Und dann, ohne Mampf, kein Kampf. Buffet ist eröffnet. Wenn du mal Pause haben, können wir dir doch einfach nur abstellen. Du kennst mich.